Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 19. April. Ich grüße Sie wieder ganz herzlich und wir wollen heute gleich mal auf den Markt schauen, hier bei uns speziell die älteste Währung der Welt vornehmen. Sie wissen, wovon ich rede, es ist wieder mal der Goldpreis gemeint und der hat sich hier jetzt mit einem guten Prozent schon nach vorn abgesetzt, nach oben abgesetzt und das ist sehr schön zu sehen, dass wir hier heute wieder massiven Zufluss haben, auch hier in die ozeanischen Pairs, die ja auch hier hinlänglich bekannt als Rohstoffwährungen sind. Also Neuseeland-Dollar, US-Dollar, US-Dollar, Australdollar, US-Dollar, also hier der Kiwi und der Aussie mit vorn dabei. Und ja, der Goldpreis über 1% schon gestiegen. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass die Daily Range im Prinzip schon ausgeschöpft ist. Die bewegt sich nämlich gegenwärtig hier im Bereich so um 13, 14, 15 Dollar und aktuell sind wir schon 18,62 Dollar gelaufen. Das ist eine große Hausnummer, aber unter Berücksichtigung des großen Bildes, und hier sehen wir mal den Goldpreis auf ja, Wochenbasis, haben wir hier diesen Ausbruch, den wir im Februar gesehen haben, bislang nur seitwärts konsolidiert. Sehr, sehr stabil hier oberhalb der Marke von 1200 Dollar. Und das ist per se ein positives Signal, dass der Markt jetzt hier sich über diesem Niveau festigt. Sprich, Bodenbildung hier mit einem tieferen Tief, alle abgeholt, alle Stops, dann hier sehr, sehr dynamisch vom Starten des Jahres nach oben ausgebrochen, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich hier Gold seinen Schutzmechanismus wieder aufwarf, dass hier dieser Anstieg geht natürlich damit einher, dass andererseits der Ölpreis an Wert gewann, sprich alle Rohstoffe generell profitierten und auch die Aktienmärkte hier buchstäblich in die Knie gingen. Und das stellt sich ja sehr schön dar. Und jetzt unlängst seit ja, Mitte, Ende Februar haben wir hier eine Seitwärtskonsolidierung, aber wichtig oberhalb der Marke von 1200 Dollar. Dieser Abwärtstrend ist auch gebrochen worden. Nächstes Ziellevel ist unverändert hier mit Blick auf das große Bild die Marke von rund 1300 Dollar. Hierbei speziell das auch vom Januar 2015, das wäre hier im Bereich rund um 1306 Dollar. Das Niveau sollte man auf jeden Fall für den Goldpreis einkalkulieren. Gut, gehen wir mal kleiner ins Chartdetail hinein. Hier sieht man auch sehr schön ein vorgeschaltetes Level vor der runden Marke von 1200 Dollar. Wir haben hier dieses Niveau 1223 etwa. Das Level hat sich hier schon im Jahr 2014 und 2015 hier als interessantes Niveau gezeigt. Und hier auch nochmal dieser starke Aufwärtsimpuls, den konnten wir relativ gut einfangen im Radar. Das heißt, wir haben hier darauf hingewiesen, was passiert wohl, wenn der Goldpreis hier ausbricht über das Level von 1165, 1160, hier eben diese Kreiszone. Und hier erfolgte, wie gesagt, ein sehr, sehr dynamischer Anstieg. Gut, hier auch auf Tagesbasis zu sehen, der Ausbruch über diesen Abwärtstrend. Jetzt konsolidiert Gold, wie gesagt, sehr, sehr stabil über der Marke von 1200 Dollar und 1223 ist hier ein wichtiges Level, was man auf der Pfanne haben sollte. Da gab es hier im März noch kleine Durchschläge nach unten. Hier haben wir sozusagen in einer Art bullischen Flagge konsolidiert. Ausbruch glückte. Dann aber in der letzten Woche wurde es dann doch wieder schwächer. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, das Momentum ist hier weiterhin positiv. Goldpreis auch heute, das ist die Tageskerze aktuell wirklich stark unterwegs. Und wenn wir jetzt noch die Saisonalität hinzunehmen, sehen wir hier sehr deutlich, dass wir hier durchaus einen ja, wahrlich bullischen Bias vor uns haben, der den Goldpreis hier durchaus noch ordentlich anheben könnte. Und wenn wir uns den Tageschart anschauen, unter Berücksichtigung der Saisonalität, dann wird deutlich, dass wir hier kurzfristig erstmal hier die Hochs aus der letzten Woche ansteuern sollten, 1262 Dollar. Das ist das nächste zwischengeschaltete Ziel, bevor dann hier im bullischen Turnus, und das machen wir jetzt direkt mal mit Widerstandslinien. So, bevor dann hier das nächste Level um 1200, können wir direkt mal hier die Runde rausnehmen, nehmen, da haben wir noch ein paar mehr Levels, 1272 interessant wird. Das sind im Prinzip die kurzfristigen Ziellevel auf der Oberseite, die der Goldpreis jetzt hier vor sich hat. Was sich hier auch darstellen lässt, ist ein kurzfristiger Aufwärtstrendimpuls, der hier sich so darstellt. Und ergo sollte es hier im Ideal nicht mehr unter die Tiefs der Vorwoche gehen, Schrägstrich unter das heutige Tief, dann hätte hier dieser Aufwärtstrend auf jeden Fall Charme zur Erfüllung. Und auch wenn wir heute kleine Rücksetzer sehen, tendenziell spricht es oder sehen könnten aufgrund der starken Ausbruchsbewegung, tendenziell spricht hier vieles für weiter steigende Preise. Deswegen der Goldpreis mal hier in diesem Bias unterhalb von 1220, also speziell unterhalb der Unterstützung von 1223 dieser grünen Zone, müsste man gegebenenfalls dann stärkere Rücksätze einkalkulieren, ist aber aktuell wirklich nur als Plan B zu sehen.
Primär sieht das hier eher so aus, als wenn der Goldpreis sich festigt und eben weiter nach oben laufen könnte. Und das Ganze eben hier noch bestätigt durch die bullische Saisonalität ist im Prinzip ein Bias, der sich hier sehr, sehr schön, ja, in Einklang bringen lässt mit der Chartsituation. Und insofern mal drauf warten, was der Goldpreis noch macht. Wir haben ja faktisch auch die EZB in dieser Woche noch auf der Agenda. Das dürfte hier auch nochmal für Bewegungen sorgen. Dabei immer mal darauf achten, wie natürlich der Goldpreis reagiert. Ich denke, wenn es hier weitere inflationäre Maßnahmen seitens der EZB gibt oder auch Quantitativ-Easing-Programme, was ja nichts anderes ist, dann muss man davon ausgehen, dass der Goldpreis weiter profitiert. Hierbei immer interessant, auch den Goldpreis mit dem Dollar im Kontext zu sehen. Eine weitere Dollarschwäche, also sprich auch ein stärkerer Euro-US-Dollar, könnte hier dann natürlich auch weiter treibend wirken. Und das ist sozusagen das Puzzle, was hier das Ganze sehr, sehr interessant gestalten lässt. Gut, also Bias, Goldpreis grundsätzlich bullisch, festigt sich hier weiter um 1223 mit dem heutigen Auftakt. Nach dem gestrigen eher schwächeren Tag scheint es hier, dass wir die letzte Woche ein Stück weit relativieren wollen. Also die Hochs aus der letzten Woche sind kurzfristig das Ziel und dann könnte es gegebenenfalls sogar noch weitere Verlaufshochs geben. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre es im Prinzip heute schon gewesen für den Radar, für den Devisenradar und den Blick auf Gold. Schauen wir mal, was sich hier noch Schönes gestaltet. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ansonsten gibt es heute Abend natürlich das Online-Seminar zum Rainbow Trading. Wir starten 20 Uhr. Wenn Sie dabei sein wollten, könnten Sie sich sogar noch anmelden. Ansonsten begrüße ich alle, die sich schon angemeldet haben. Bis später dann, Ihr Christian Kemmer und tschüss.